Que pasa, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. 5 grobe Ernährungsfehler, die dir wahrscheinlich beim Erreichen deiner Ziele im Weg stehen. Pro Level, ab geht's. Und auch hier bei den Ernährungsfehlern wollen wir uns nicht mit dem üblichen Scheiß zufrieden geben. Wir sind hier schon eine Stufe weiter, Pro-Level. Aber ich weiß natürlich auch, dass meine Community entsprechend einen gewissen Anspruch hat und auch sehr belesen ist dementsprechend. Wer weiß, vielleicht kennt ihr das alles ja schon. Aber ich denke, wir sind uns darüber einig, dass wir hier über das typische abends keine Kohlenhydrate, dieses, jenes und so weiter hinausgehen. Alles, was Quatsch ist, das haben wir alles mehrfach abgefrühstückt. Ich muss auch niemandem mehr erzählen, dass Trennkost nicht notwendig ist. Und. Dementsprechend geht es hier um 5 kleine grobe Ernährungsfehler, die dich am Erreichen deiner Ziele hindern können. Das bedeutet, vielleicht aufgrund von, ich nenne es mal Betriebsblindheit, du schaust dahingehend nicht mehr so genau hin, weil du mit dir selbst beschäftigt bist, verkopft bist. Und da fällt einem sowas nicht auf. Und in den folgenden Videos, denn ich habe noch weit mehr als nur 5, möchte ich einfach auf die häufigsten Ursachen eingehen, die ich so im Coaching beobachte, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen und die dann wirklich eine wunderbare Wirkung herbeigeführt haben, wenn man sie etwas geändert hat. Dementsprechend sei hier auch offen, vielleicht spreche ich hier auch Gewohnheiten von dir an, die du lieben gelernt hast. Aber vielleicht, wenn du dich gerade fragst, wie könntest du noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen, wäre das ein Ansatz, um zu sagen, ich probiere es zumindest mal. Also fangen wir doch an. Punkt Nummer 1, du brätst immer noch mit Öl. Okay, wir können uns jetzt darüber streiten, ob das per se wirklich dafür sorgen wird, dass du deine Ziele nicht erreichst, aber es sollte nochmal grundlegend gesagt sein, dass das Erhitzen von Öl in der Pfanne dafür sorgt, dass das Öl oxidiert, beziehungsweise die Fette, sie verändern sich negativ in ihrer Struktur, nehmen transfettartige Strukturen an, bilden Stoffe, die krebserregend sind und absolut ungesund für dich sind. Du meinst es also gut und kaufst zum Beispiel ein sehr teures Olivenöl, haust das in die Pfanne. In einer Pfanne wird gerne mal auf über 200 Grad erhitzt, das ist ganz normal, das geht teilweise noch weit darüber. Und die meisten Öle fangen bei 175 Grad an, zu oxidieren, kaputt zu gehen. Übrigens ist Rapsöl schon viel früher dran, die sind so bei 140 dran. Olivenöl hält in der Regel mal bis fast 200. Es gibt da noch extra Olivenöl, das gerne in so Großküchen benutzt wird, das ist etwas über 200, ich glaube 210, 220. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich kann euch eine Sache sagen, ihr geht komplett auf Nummer sicher, wenn ihr einfach Kokosfett nehmt. Das ist wirklich hitzeresistent, das verändert sich nicht negativ in der Struktur und damit fahrt ihr am allerbesten. Hier kann ich natürlich auch eine kleine Produktplatzierung machen. Big Zone hat das gute Kokosspray, das Big Zone Cooking Spray. Das ist ein Kokosfett zum Sprühen und das könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne mit Mike 10 gönnen. Das ist genau für den Zweck, für Bodybuilder, damit sie dann Kleinsprüher auf die Pfanne machen. Erster Einwand bei solchen Cooking Sprays, nicht nur bei Big Zone, alle sagen immer, ey, warum sind die denn so teuer? Da kaufe ich mir einfach selbst natives Kokosfett, also Bio, nativ, Kokosfett, kaltgepresst. Kannst du machen, völlig in Ordnung. Der Trugschluss ist meistens, du kriegst das gar nicht so anständig portioniert, selbst mit einem Löffel. Du verteilst es und dann ist dann wirklich nicht viel, das dabei rumkommt. Das Gute an dem Spray, logischerweise, ein Sprüher, der ist ungefähr, weiß ich nicht, 0,4 Gramm oder weniger. Und die ganze Pfanne ist beschichtet. Und dadurch bist du extrem sparsam unterwegs. Kann ich dir nur empfehlen, aber natürlich ist auch jede Form von Kokosfett dahingehend klug. Wie gesagt, grober kleiner Schnitzer, hier geht es eher um deine Gesundheit, als darum, dass du deine Ziele nicht erreichst. Ich würde darauf achten, denn, naja, damit spielt man nicht. Immer wieder quasi mit Transfett zu braten, obwohl man eigentlich gesundes Fett, gesundes Öl gekauft hat und das beabsichtigt hat, extra kein Fastfood oder Fertigfutter ist, um eben Gesundheitsrisiken zu minimieren und hochwertige Nährstoffe aufzunehmen. Das ist ärgerlich, wenn dann sowas dabei rauskommt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das war der erste Fehler. Weiter geht's. Zweiter Punkt, und ich weiß, hier mache ich mir viele Feinde und stoße auf sehr viel Gegenwind und ich möchte diesen Punkt so differenziert wie möglich vortragen, wie es nur geht. Du schwörst zu viel auf Weizen und glutenhaltige Produkte. Lasst uns das Ganze von Anfang an aufdrösen und lasst mich euch erst ein paar Sachen sagen, die euch wahrscheinlich beruhigen werden und es ist auch wichtig, dass die gesagt werden. Es gibt bis dato nicht wirklich Belege dafür, dass Gluten bei jedem Menschen eine Unverträglichkeit oder eine schlechtere Verdaulichkeit auslöst. Das ist erstmal wichtig. Es gibt keine Untersuchungen, die das ganz klar belegen.
Jedoch ist es so, dass Gluten, welches in der Regel dann aus zwei Bestandteilen, zwei Proteinen besteht, zumindest bei dem einen der Bestandteile, der sogenannten Gliadine, sehr schwer aufzuspalten ist, beziehungsweise, wenn es dann aufgespalten wird, die Darmbakterien dazu veranlasst, die Darmzotten empfindlicher zu machen. Darmzotten sind quasi so eine Art Darmzellwände und wenn die dann empfindlicher werden, angegriffen werden, fördern die so eine gewisse Durchlässigkeit des Darmes, ähnlich wie beim Leaky Gut. Die sind eigentlich zusammen, drücken dagegen und sind nur dafür da, um in kurzer Form immer mal wieder Nährstoffe durchzulassen. Das kann zum Beispiel Cortisol beeinflussen, da wird schnell Glucose durchgelassen oder generell einfach ein Verdauungsprozess. Das Problem ist, wenn du einen durchlässigen Darm hast, dann kommt da immer wieder eine Öffnung auf und da kommen dann eben auch Bakterien und alles Mögliche durch und dadurch hast du eine schlechtere Verdauung, dadurch hast du Magenbeschwerden. Es ist so, dass die Gliadine bei vielen Menschen dafür sorgen, also das Aufspaltungsprodukt des Glutens dafür sorgen, dass dieser Vorgang eben immer wieder entsteht und du eine Art durchlässigen Darm bekommst. Das Ergebnis davon sind Blähungen, ein Blähbauch, eine wesentlich schlechtere Verdauung und du merkst eben auch wirklich, dass du über den Tag eher so ein bisschen aufgebläht bist, vor allem nach glutenhaltigen Mahlzeiten, immer etwas aufgeblähter zurückbleibst und leichte Verdauungsbeschwerden zurückbleiben. Das ist so das Problem damit. Und jetzt kommt die Hypothese nochmal von vorher. Es ist tatsächlich nicht so, dass das bei jedem Menschen der Fall ist. Wann ist das bei einem Menschen der Fall? Ganz klar, also einmal bei einer Glutenunverträglichkeit, also bei Zöliakie. Das betrifft aber nur so 1-2% der Bevölkerung. Das ist nicht viel. Diese Menschen sollten Gluten auf jeden Fall meiden. Und dann gibt es noch eine sogenannte Glutensensitivität. Das betrifft ungefähr 8-9% der Bevölkerung. Weitestgehend, muss man sagen, die Dunkelziffer, das ist alles diagnostiziert, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir hier 10% plus haben, dann könnte schon jeder Zehnte von euch eventuell damit, dass er Gluten verringert, schon eine Verbesserung seiner Verdauung erreichen. Das ist jetzt mal nur so in den Raum gestellt, aber das sind jetzt nur die Menschen, die nachweislich darauf reagieren. Jetzt geht es um Informationen, die jeden Menschen betreffen, was Gluten angeht und die Glutenverträglichkeit. Es ist so, dass je nach der Beschaffenheit deines Darmes, der Darmbakterien, das heißt je nachdem, wie gesund dein Darm ist, wie gut deine Verdauung läuft, und das ist nicht mal etwas, das jetzt bedeutet, meine Verdauung kommt pünktlich, es ist alles super, sondern es geht darum, wie deine Darmflora ausgerichtet ist, wie deine Darmbakterien sind. Und das kann sich von Woche zu Woche mal immer wieder ändern, denn der Darm passt sich immer wieder erneut an. Dementsprechend ist es wirklich so, dass man sagen muss, je nachdem, wie dein Darm gerade in seiner Beschaffenheit, in seiner Ausrichtung mit den Darmbakterien ist, kann es sein, dass du Gluten einfach schlechter verträgst als andere Menschen, obwohl du nicht wirklich eine Sensitivität hast und auch schon gar keine Unverträglichkeit. Da kannst du schon damit, dass du Gluten in sehr geringen Mengen einsetzt, sehr viel bewirken, was deine Verdaulichkeit angeht. Und das ist doch ein sehr interessanter Punkt. Wenn wir hierzu noch betrachten, dass dieses Klebeeiweiß für den Körper absolut keinen Mehrwert hat, dann ist das meiner Meinung nach, wenn man insgesamt auf ein möglichst hochwertiges Aminosäurenprofil abzielt, wenn man die Ernährung zu sich nimmt, auch ein, ich möchte sagen, ein kleinerer Punkt, um ehrlich zu sein, aber auch ein Punkt, der vielleicht nicht ganz zu vernachlässigen ist. Denn wenn du zum Beispiel, wie ich es sehr gerne mache und wie ich es auch im Coaching anbiete, Reisnudeln oder Reis-Mais-Nudeln nutzt anstatt glutenhaltige Nudeln, dann hast du auch noch hochwertigeres pflanzliches Eiweiß als Eiweißquelle, die sich mit den anderen Eiweißquellen vermischt und dadurch eine hochwertigere Eiweißbilanz für dich bildet. Das bedeutet, am Ende des Tages wertest du damit auch noch deine Proteinbilanz, deine Proteinwertigkeit auf und das mit jeder Mahlzeit, mit der du das zu dir nimmst, weil du es noch mit anderen Proteinen kombinierst. Das ist ein weiterer sehr positiver Punkt für dich. Abgesehen davon, mach dir einfach mal Folgendes bewusst. 9 von 10 Leuten könnten ohne Gluten besser fahren, aber 10 von 10 werden auf jeden Fall eine bessere Verdauung haben. Denn es ist niemals so, dass du, wenn du von Gluten auf Gluten frei wechselst, eine schlechtere Verdauung bekommst. Eher wird sie sich verbessern, vielleicht bleibt es so, wie es ist. So kannst du auch rausfinden, ob du insgesamt vielleicht eine kleine Art von Unverträglichkeit hattest oder nicht. Und eins sei hier zu sagen, es liegt oft daran, dass quasi unverdaute Reste lang brauchen von dem Gluten und den Gliadinen, die zurückbleiben und dadurch die Probleme verursachen. Ergo ist es auch so zu vermuten, dass je mehr man von glutenhaltiger Nahrung auf einmal zu sich nimmt oder insgesamt, desto mehr die Probleme vielleicht auch auftreten können. Dagegen spricht wiederum, dass unsere Darmflora sich ja immer nach dem ausrichtet, was gerade passiert und gerade gefragt ist und sich dahingehend auch immer wieder anpasst. Aber bei, ich sag's jetzt mal, supraphysiologischen Mengen an Nährstoffen, wie es bei Bodybuildern gerne mal der Fall ist, sollte man sich meiner Meinung nach schon Gedanken darüber machen, welche Wertigkeit dieser Nährstoff denn eigentlich hat.
Und dahingehend ist man meiner Meinung nach mit einer glutenfreien Quelle, sei es Reis oder wenn es unbedingt Nudeln sein müssen, Reis-Maisnudeln, die benutze ich sehr gerne, oder eben Kartoffeln, Haferflocken und so weiter, besser bedient. Ja, ich weiß, Haferflocken sind theoretisch auch glutenhaltig, aber wenn, dann nur sehr wenig. Und Haferflocken per se sind nicht glutenhaltig. Das liegt eher daran, dass in der Produktion und auf den Feldern und so weiter sich das Ganze mal mit was kreuzt. Der Gehalt ist so dermaßen niedrig, dass es nicht mal Leute mit einer Zöliakie in der Regel juckt. Den Fall gibt es aber auch. Also ich hatte da auch schon sehr, sehr viel im Coaching. Und ich kann euch da einfach noch aus erster Hand die Erfahrung aus meinem Coaching mitgeben. Ich benutze so gut wie gar keine glutenhaltigen Lebensmittel im Coaching und bei mir hat wirklich jeder eine absolute Top-Verdauung. Wenn jemand kommt und er hat meistens irgendwelche Verdauungsbeschwerden, dann hat er immer irgend sowas in der Verdauung drin gehabt, beziehungsweise in der Ernährung. Und wenn er dann mit meinem Ernährungsplan eine Weile dabei ist, läuft die absolut tipptopp und die Vitalität und die Leistung nehmen wieder zu. Das sind alles Dinge, die solltest du nicht vernachlässigen. Wie gesagt, ich habe es jetzt nochmal ganz deutlich gesagt. Es muss nicht für jeden gelten, es muss nicht für jeden der Benefit sein, aber wenn du seit einer Weile, wenn du große Mengen Nudeln und so weiter isst, immer mal wieder Probleme mit einem Blähbauch hast, nimmst Enzyme, nimmst GDA, machst was weiß ich was, dann solltest du vielleicht mal den Step überlegen, nur in dieser Mahlzeit darauf zu achten, dass du vielleicht mal auf ein glutenfreies Lebensmittel umswitchst, Reis-Maisnudeln, und du wirst innerhalb kurzer Zeit eine Verbesserung erfahren. Da bin ich mir relativ sicher. Du musst jetzt nicht komplett glutenfrei leben, aber zumindest diese große Zufuhr auf einmal könnte ein Grund dafür sein, dass deine Verdauung und auch die Verwertung der Nährstoffe, und das macht wiederum Gains, nicht optimal laufen. Bedenke das und vielleicht ist das ein Denkanstoß für dich, um dahingehend noch mal ein bisschen weiterzukommen. Weiter geht's. Ihr seht, hier ist es manchmal sehr, sehr schwierig mit Ja und Nein, sondern es sind Erwägungen, die für dich vielleicht in Betracht kommen. Und so auch die nächste. Und die halte ich noch mal für etwas kraftvoller. Du solltest erwägen, nicht durchgehend Lebensmittel mit einem verdammt hohen glykämischen Index zu konsumieren. Warum? Naja, sagen wir es mal so, du solltest dir überlegen, nicht zu viele Lebensmittel zu konsumieren, die sehr isolierte Kohlenhydratquellen enthalten. Warum? Weil dies sehr, sehr schnell zu Glucose freigesetzt wird. Hier zum Beispiel wieder ein super Beispiel, Nudeln oder Brot, weiße Nudeln, weißes Brot. Das Problem hieran ist, dass die Glucose, die verkettet ist, eigentlich so gut wie gar nicht verkettet ist. Sie ist sehr isoliert, sie ist kurzkettig, sie wird sofort aufgespalten, es gerät ein riesen Überschuss an Glucose in dein Blut. Dein Blutzucker geht hoch, Insulin fährt hoch und runter, fährt Achterbahn, du hast Heißhunger und dein Insulin wird eigentlich nonstop an die Decke gejagt. Das kann mal nicht schlimm sein, vor allem nach dem Training ist das immer eine gute Sache. Wenn man jetzt aber 5 oder 6 Mahlzeiten hat und immer so etwas wie Nudeln oder andere hochglykämische Lebensmittel da drin hat, dann bist du eigentlich den ganzen Tag dabei, dein Insulin an die Decke zu jagen. Das wird gleich noch interessant. Der erste negative Effekt davon ist natürlich, wenn so viel Glucose auf einmal ausgeschüttet wird in die Blutbahn, dann kann eben nicht alles davon in die Muskeln gelangen, sondern viel davon wird auch eher zu Fett verarbeitet, das übrig bleibt. Dagegen ist es bei komplexen Kohlenhydraten oder auch nur komplexeren, wir reden hier schon von Nuancen, zum Beispiel der Switch auf Reis oder Kartoffeln kann ja schon was bedeuten, ist es so, dass du einen größeren Anteil an komplexer Stärke hast, welche dann Stück für Stück ins Blut sickert und dir ständig und regelmäßig Energie liefert. Das bedeutet, dein Insulin jagt nicht direkt an die Decke, sondern erst, weil es eine große Menge ist, wahrscheinlich schon etwas mehr, aber du hast dann eine konstante Blutzuckerversorgung, das heißt auch die Heißhungerattacken danach, die Insulinachterbahn und vor allem das Schlaffe, das Tief danach, das ist nicht so stark. Ganz zu schweigen davon, dass du weniger Belastung auf deine Bauchspeicheldrüse hast. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn du dein Insulin nonstop an die Decke jagst, hast du nicht nur eher eine Einlagerung zu Fett, sondern du hast auch eher eine Gefahr auf Insulinresistenz. Denn Leute wie wir machen das nicht nur 1-2 Wochen, sondern wir wollen im besten Fall jahrelang, jahrzehntelang aufbauen, Diät. Klar, in der Diät verbessert sich die Insulinsensitivität wieder etwas. Darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Aber es ist eben doch schon so, dass du eigentlich, wenn du die längere Zeit im Aufbau bist, was du ja bist, und immer wieder dein Insulin in die Decke jagst, nicht wirklich gesund handelst. Und das ist etwas, das sollte dir immer wieder auf der Zunge zergehen. Nimm hochwertige Kohlenhydratquellen, komplexe Kohlenhydratquellen. Die sind besser als Energielieferant, erzeugen weniger Insulinachterbahn, konstantere, bessere Energie, also auch fürs Training zum Beispiel. Du bist weniger schlapp oder schlaff im Alltag und das wiederum ist doch eigentlich eine gute Sache. Der einzige Moment, an dem isolierte Kohlenhydrate am Tag klug sind, das wissen wir alle, ist direkt nach dem Training und da sollte das auch gemacht werden. Dementsprechend wäre hier dann sogar der Zeitpunkt, das zu tun. Die klassischen Rice Krispies oder Gummibärchen oder was weiß ich nach dem Training, das ist gar kein Problem. Aber insgesamt solltest du darüber nachdenken, nicht zu viel Anteil deiner Kohlenhydrate aus hochglykämischen Lebensmitteln zu beziehen.
durchziehen. Das ist meiner Meinung nach ein echter Gamechanger und vor allem auch langfristig für deine Gesundheit gut. Der nächste Punkt: Du achtest nicht auf Ballaststoffe. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in einem Aufbau, vor allem in einem Aufbau, wenn das Hauptziel Kalorien sind und man muss doch irgendwie viel reinkriegen, dann achtet keiner mehr wirklich auf Ballaststoffe. Da sind wir mal alle ganz ehrlich. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass, wenn die Ballaststoffe nicht stimmen, du nicht nur einfach manchmal einen Blähbauch hast, was nervt, darin äußert sich das unter anderem auch, sondern dass die Nährstoffe, die du zu dir nimmst, nicht wirklich verwertet werden. Zumindest nicht so gut, wie sie verwertet werden könnten. Und das ist doch eigentlich eine sehr ärgerliche Sache. Klar kannst du jetzt sehr viel Wert darauf legen, zum Beispiel deine Kohlenhydrate auch aus Haferflocken zu beziehen. Ist eine gute Sache. Mehr Vollkornprodukte zu dir nehmen. Auch denkbar. Aber das Allerwichtigste, was du dahingehend tun kannst, sind zum Beispiel auch Obst- und Gemüsegeschichten. Und genau darauf wird sehr gerne verzichtet. Es kann hier wirklich schon helfen, wenn bei jeder Mahlzeit ein gewisser Anteil an Obst oder Gemüse dabei ist. Hier zum Beispiel, du isst morgens einen Porridge, Ricemeal, Haferflocken, was du möchtest. Schau, dass ein großer Anteil an dunklen und roten Beeren mit drin ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Nutzt du jetzt auch noch die Haferflocken, hast du einiges für die Ballaststoffe getan, manche würden sagen zu viel, kannst du machen. Wenn du weiterhin deine Mahlzeiten isst, vielleicht gibt es irgendwann zwischendurch ein Rührei, dann nimm Gemüse mit dazu. Brokkoli regt die Darmtätigkeit an, der Darm schiebt, der Darm arbeitet, das ist eine super Sache. Oder gibt es irgendwelche Kartoffeln oder Reis als Pre-Workout, deswegen ist Bodybuilding so dieses Brokkoli-Klischee. Brokkoli ist eigentlich sehr effizient, was das angeht. Sorg dafür, dass deine warmen Mahlzeiten, das kleine Richtlinie, immer einen sehr großen Anteil an buntem Gemüse und grünem Gemüse haben. Bei mir haben zum Beispiel die warmen Mahlzeiten immer 200 Gramm Mischgemüse und 200 Gramm Brokkoli, manchmal auch noch zusätzlich Spinat. Ich weiß, das ist viel, viel Volumen und das nervt natürlich. Ich weiß, dann ist man schneller satt und es drückt auch erstmal. Und viele von euch werden sagen, ey, aber wenn ich das esse, dann ist meine Verdauung richtig beschissen und dann drückt es die ganze Zeit und dann habe ich erst einen Blähbauch. Wir haben vorhin was gesagt über die Darmflora. Sie braucht eine Weile, um sich an neue Umstände zu gewöhnen. Nur weil dein Darm cool damit ist, momentan mit so wenig Ballaststoffen zu arbeiten, heißt das nicht, dass deine Verdauung optimiert ist. Wenn du jetzt neue Faktoren hinzugibst, vor allem die die Darmtätigkeit anregen, ist es relativ normal, dass du erstmal einen Blähbauch oder irgendeine Reaktion hast, bis sich dein Magen daran gewöhnt hat. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Dementsprechend, da musst du durch und da solltest du durch. Du wirst sehen, nach ein paar Wochen lässt es nach und deine Verdauung wird noch nie so gut gewesen sein. Du wirst weniger Blähbauch haben insgesamt und deine Nährstoffverwertung wird besser sein. Dementsprechend kann ich das absolut empfehlen. Achte auf ballaststoffhaltige Lebensmittel. Jeder von uns kennt, glaube ich, die Faustregel. Wenn nicht, sage ich sie gerne nochmal. Pro 1000 Kalorien sollte man so circa 15 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Das kannst du also relativ einfach mit einer guten Tracking-App auch festhalten. Du kannst eingeben, was du so isst. Manche Menschen kommen mit weniger klar, manche Menschen brauchen mehr. Das ist relativ unterschiedlich. Aber wenn du geradezu kaum oder keine Ballaststoffe benutzt, indem du, naja, zum Beispiel keine Haferflocken, kein grünes Gemüse in irgendeiner Art und Weise und auch sonst einfach auf nichts achtest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Nährstoffversorgung einfach nicht gut ist, deine Verdauung nicht gut ist und du vielleicht auch deshalb nicht so wirklich vorankommst mit dem Aufbau. Denn, das fand ich damals sehr lächerlich, aber so blöd war das gar nicht, die Dozentin in meinem Ernährungscoach-Seminar damals hat das Seminar damit angefangen, dass sie einen Teller gezeigt hat. Da waren Schnitzel drauf, da war Pommes drauf und da waren Kroketten drauf und Soße oder sowas, ja, irgendwie sowas. Und dann hat sie gemeint, was ist das Schlimme daran? Und dann haben alle gesagt, oh, Kroketten frittiert und Pommes und hier Schnitzel auch und hast nicht gesehen, die Soße, Fett. Und also ich fand ihre Antwort etwas übertrieben, aber ich verstehe, was sie uns damit sagen wollte. Sie meint, nein, das eigentlich Schlimme an diesem Teller ist, dass kein Gemüse drauf liegt. Und im Nachhinein wollte sie uns damit einfach erklären, dass das Gemüse auf deinem Teller immer dafür sorgt, dass das, was du noch isst, besser aufgenommen werden kann. Und so vereinfacht kann man es eigentlich beschreiben. Du solltest darauf achten, dass du genug Gemüse auf deinem Teller hast, damit alles, was du noch zu dir nimmst, optimal aufgenommen werden kann. Die Pflanzenstoffe, generell Mikronährstoffe, B-Vitamine und alles Mögliche, was du dadurch bekommst, nicht zuletzt eben auch Ballaststoffe, sorgen dafür, dass die Verdauung optimiert wird und die Verwertung der Nährstoffe auf deinem Teller absolut in die besten Hände gerät. Und das ist sehr wichtig. Achte darauf, mach dir deine Gedanken darum, wenn du irgendwie stagnierst, könnte auch das der Grund dafür sein. Letzter Punkt für heute und zwar folgender. Wir bleiben im Aufbau und zwar du nutzt oder setzt zu viel Protein im Aufbau ein.
Das ist ein sehr häufiger Grund dafür, dass dein Aufbau stagniert. Ich glaube, das haben auch viele von euch so im Ansatz schon mal gehört. Du bist plötzlich im Aufbau, du willst sehr viel Muskeln aufbauen, du brauchst viele Kalorien und du brauchst was? Viel Protein. Nein, brauchst du nicht. Und das ist kontrovers, ich weiß, aber das ist einfach ein Fakt. Der limitierende Faktor, den du hier erhöhen solltest, sind vor allem die Kohlenhydrate. Denn hier geht es um Muskelglykogen, Glykogenspeicher und so weiter. Und hier kommen wir auch zu dem Punkt von vorhin. Sei klug und arbeite hier mit komplexen und hochwertigen Kohlenhydraten. Das ist mein Tipp. Das ändert vieles. Und jetzt stell dir einfach mal vor, was wissen wir über Eiweiß? Wir wissen zum Ersten über Eiweiß, es sättigt sehr gut. Es hält lange satt, es sättigt sehr gut. Und zum Zweiten wissen wir, ein Überschuss bringt uns nicht wirklich, laut Studien, bringt uns ein Überfluss nicht wirklich eine Zunahme an weder Fett noch wirklich Muskelmasse. Ja, Gluconeogenese über die Leber und so weiter, es wird Glucose daraus gewonnen, aber das ist nicht der Effekt, den wir uns wünschen. Dementsprechend ist es wirklich so, dass man festgestellt hat, dass ein reines Plus an Eiweiß nicht dafür sorgt, dass jemand signifikant an Muskelmasse zunimmt und auch nicht an Fettmasse. Und das wurde bei 800 bis 1000 Kalorien ungefähr gemessen und das ist verdammt viel. Dementsprechend muss hierzu noch gesagt werden, es ist schon so, dass vor allem durch GLP-Aktivierung und so weiter, dein Insulin dann quasi, oder wie soll ich das beschreiben, deine Fettverbrennung dadurch zum Stehen kommt. Wenn du also die ganze Zeit sehr, sehr viel zu viel Eiweiß isst, ist deine Fettverbrennung so ein bisschen gehindert. Ich weiß, der thermische Effekt steht da auch noch im Raum, aber das sind andere Themen. Das heißt also, es ist auch nicht so, dass du einen Freifahrtschein hast, du dich nur von Eiweiß ernähren kannst. Auch das, spätestens durch die Gluconeogenese, ist nicht so einfach. Jedoch ist es nicht so, dass du ein über dein erforderliches Maß an Eiweiß wirklich zum Muskelaufbau verwenden kannst. Dem ist einfach nicht so. Und demnach gilt für Eiweiß Folgendes. Du hast einen Mindestwert, den du zu erfüllen hast. Der ist in der Diät gerne mal höher als im Aufbau, denn in der Diät möchtest du Muskeln erhalten und im Aufbau, beziehungsweise und möchtest satt sein und im Aufbau möchtest du einfach Baustoffe haben. Klar ist dieser Bedarf bei vielen von uns unterschiedlich, aber ich werfe mal ganz hart in den Raum, so gut wie niemand braucht 3 Gramm Eiweiß. Hier und da habe auch ich das in manchen Plänen verarbeitet, auch im Aufbau. Das liegt aber einfach daran, dass sich das durch die Mahlzeiten so ergeben hat und die anderen Makros gepasst haben. Insgesamt versuche ich das dann auf die Dauer wieder anzugleichen. Es kommt immer darauf an, wie derjenige das verträgt und was die Situation gerade so hergibt. Aber dass du planmäßig an deinen Aufbauplan rangehst und sagst, ich muss da jetzt, wenn ich 100 Kilo wiege, muss ich da 350 Gramm Eiweiß verarbeiten, dann sage ich dir ganz getrost, lass es. Nutze 2,2 Gramm Eiweiß, nutze maximal 2,5. Ich gehe sogar so weit und sage, nutz 2, es reicht wirklich. Nutz 2 Gramm Eiweiß und füll den Rest wirklich mit Kohlenhydraten auf. Denn die werden dir in deinem Aufbau helfen, hochwertige Kohlenhydratquellen. Als weitere Energiequelle können sogar Fette sehr, sehr gut dienen. Dementsprechend sollten Eiweiße und Fette immer auf einem Mindestwert sein, Kohlenhydrate die Variable sein, die hochgeht, vor allem in einem Aufbau. Du hast mehr Hunger, kannst mehr davon reinkriegen, hast mehr Effekt davon, mehr Kraft und so weiter. Das Eiweiß sorgt für die Aminosäuren. Und sollte es hiermit nicht mehr klappen zum Kalorienhochpushen mit den Kohlenhydraten, hast du immer noch die Fette, die du etwas hochdrücken kannst, denn diese Energie bringt dir auch etwas. Das Eiweiß weiter zu erhöhen, bringt dir eigentlich kaum Vorteile. Dementsprechend ist das ein weiterer grober Schnitzer, der dich daran hindern kann, dass du Fortschritte in deinem Aufbau machst. Jawohl, das war's. Leute, ich schwitze mir hier einen ab. Ihr seht's vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber bestimmt sieht man's. Es ist scheiße warm zurzeit, aber ich hau euch natürlich trotzdem den Content raus. Dementsprechend hoffe ich, dass das hilfreich war. Ich weiß, ich treffe hier manchmal kontroverse Aussagen, aber ich möchte nochmal sagen, erstens, das sind alles Dinge, die ich so aus meiner Erfahrung wirklich im Coaching weitergeben kann und die helfen. Ob sie dir gefallen oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber wenn du gerade an einem Punkt bist, an dem du sagst, ich muss irgendwas ändern, ich wollte irgendwas ändern, oder du bist noch gar nicht so weit und sagst, es läuft einfach nicht, warum? Dann guckst dieses Video, dann denkst du, ich bin aufgeschlossen. Dann guckst du das Video und denkst, ah, was redet der für eine Scheiße? Ach, das überhaupt nicht, ey. Ach nee, mach ich nicht, bin doch nicht bescheuert. Und jetzt denk nochmal zurück. Willst du, dass sich was ändert oder nicht? Du verlierst doch nichts dabei, wenn du es einfach mal ausprobierst. Ansonsten zwinge ich dich natürlich nicht dazu. Das sind Denkanstöße für dich. Wenn du so, wie du gerade fährst, mehr als nur zufrieden bist und alles planmäßig läuft, auch mit zu viel Eiweiß, auch mit Gluten, mit allem drum und dran, dann bin ich cool damit. Dementsprechend nimm es gerne an, wenn du es annehmen möchtest. Wenn nicht, vielleicht, auch wenn du in so einer Art und Weise tätig bist, hörst du mal irgendwo zu und denkst dir, du hör mal zu, probier doch mal das.
Dafür wäre ich dankbar. Trag das weiter, denn ich konnte damit sehr, sehr vielen Menschen helfen. Das ist natürlich immer situationsabhängig. Ansonsten freue ich mich sehr über ein Abo auf meinem Kanal und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Fight back.